we are still, in terms of climate change, in serious trouble. All of the things you do, all of the decisions you make have consequences. Wir Kinder verstehen einfach nicht, warum so wenig getan wird. Die Energiepolitik, die Energiewende wird gegen die Wand fahren. Wollen wir jetzt zur Sache reden? Sehr gerne. Herzlich willkommen zum ersten Swiss Energy and Climate Summit in Bern auf dem Bundesplatz mit 3 Tagen zu den Themen Klima, Energie und Innovation mit hochkarätigen Rednerinnen und Rednern. Ich freue mich besonders auf Bundesrätin Doris Leuthard, auf den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder oder auf den Innovationsguru aus dem Silicon Valley, den Guy Kawasaki. 3 Tage mit allem zu Klima, Energie und Innovation. Schön, dass Sie hier sind bei dieser Premiere des Swiss Energy and Climate Summits hier auf dem Bundesplatz. Die Botschaft ist klar. Für diese 3 Tage wollen wir der Brennpunkt der internationalen Klima- und Energiediskussion sein. Wir wollen das Thema auf der politischen Agenda verankern. Als Land wie die Schweiz, die seit Jahrzehnten in vielen Bereichen der Ressourcenpolitik Nachhaltigkeit verinnerlicht hat, wo unsere Gesellschaft auch bereit ist, diesen Umweltzielen Rechnung zu tragen, wo wir eine hochflexible, qualitativ hochstehende Unternehmerschaft, eine exzellente Forschungsbasis haben, wo, wenn nicht hier, soll das beginnen und soll das Früchte tragen. Ich kenne kaum ein Politikfeld, wo die Win-Win-Situation derart ausgeprägt ist, wie in der Energiepolitik. Lassen Sie uns eine Führungsrolle im gewaltigen historischen Umbruch übernehmen. Wir haben die wirtschaftliche und technologische Kraft und wir haben das Herz und den Kopf dazu. And so the discussion really has moved from the problem to the solution. And the solution is clear. The solution really is a global transformation in the way we produce and use energy. Auch wenn der Anteil der erneuerbaren Energieträger ansteigen wird, ein Faktum bleibt, die fossilen Energieträger werden auch in den nächsten Jahrzehnten vorherrschend bleiben. Es wird auf absehbare Zeit keine globale Wirtschaft ohne Kohle, Gas und Öl auskommen können. In the last 10 years, 50% of the energy we used came from coal and about 50% all other fuels put together. Yet coal is at a topic in our discussions. My key message is if we want to avoid climate change, we have to make a bold and urgent decisions, change our energy policies and a bit change of our lifestyles. Und das heißt natürlich, dass wir schauen, dass wir diese Knappheit rechtzeitig anerkennen und dass wir diesem einen Preis geben, und zwar den richtigen Preis. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Wir haben eine ganze Reihe von wichtigen Anregungen heute Morgen schon bekommen. I was very impressed with the idea this morning that the cost of not doing anything far exceeds the cost of acting right now. The cost of inaction is greater than the cost of action. So waiting this out, not doing anything, is more expensive than taking action. Also in Schweden gilt es eigentlich seit langer Zeit, dass nachhaltig produzieren, dass es ein Konkurrenzvorteil ist. Und dass es eigentlich kein Kosten ist, sondern eine Investition in die Zukunft. Der Zulauf zeigt aber auch von den vielen Wirtschaftsteilnehmern, dass man erkannt hat, dass es eben nicht nur eine Belastung ist, sondern dass wir versuchen müssen, den Effekt von steigenden Preisen auch abfedern durch Verbesserungen im Bereich Effizienz. Wir müssen weiterfahren mit Energieeffizienz und dann bin ich überzeugt, kommen wir ans Ziel von dieser Energiewende. Wir haben gefunden, die Veranstaltung sei so wichtig, dass es sich eben lohne, in der Nähe der Politik und damit auch des Ortes, wo eben die entscheidenden Weichen gestellt werden, ein solches Forum durchzuführen. Das ist perfekt gewählt. Und dass so etwas überhaupt möglich ist vor dem Bundeshaus, das hat uns ein bisschen überrascht. Ja. Das ist natürlich eine ausgezeichnete Plattform hier während der Parlamentssession, das Energy and Climate Forum durchzuführen. Ich finde es wichtig, dass man auch die Bevölkerung mit einbezieht. Es braucht die Bevölkerung, die daran vorbeiläuft, es braucht die Industrie, es braucht die ETH, die Universität, die Hochschulen und die Politiker. Und miteinander bringen wir das her. Also von den Parlamentariern sind wir sehr gewöhnt, dass sie Gas geben, A und B, dass sie zu früh loslegen, oder? Die EVP ist im Start, dritte Pedale, geht alles.
und die Zeit haben 43. Also die Stimmung ist sehr gut auf dem Bundeshaus. Ja, ich bin gespannt, was für Innovationen kommen. Und das Thema Energie ist absolut top. Wenn wir Bildung, Forschung, Entwicklung bündeln und auf diese neuen Technologien ausrichten, hat die Schweiz nicht nur die Chance, erneuerbare Energien eben zu installieren, sondern auch ein Exportgut zu schaffen, ein neues weiteres Bein als Teil der Clean-Technologie. Die Vision also lautet, mit Herbststrom in den Sommerurlaub fliegen. Ich sage ja immer wieder, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Wir sind der Meinung, bevor wir zum Arzt gehen, wollen wir die komplette Klaviatur an Geschäftsmodellen doch einfach mal prüfen. Und dann hat sich 2011 vor Fukushima ein Unternehmen wie Audi dafür entschieden, hoppla, wir wollen erneuerbaren Windstrom in den Gastank bringen. Hier haben wir den Power Drive Contest, wo es immer darum geht, zwei Teams gegeneinander möglichst viel Päckchen in 20 Minuten zu verteilen. Und zwar geht es mit dem Elektroroller für Päckchen zu verteilen, aber der muss zuerst aufgeladen werden mit Ergobikes. Möglichst schnell jumpen und viel Energie auf das Ding bringen. Das Team, das nach 20 Minuten die meisten Päckchen verteilt hat, kommt eine Runde weiter. Alle haben sich mobilisiert. 15 Sekunden! 15 Sekunden für den Päckchen-Rekord! Als Bundesunternehmen ist es uns ein Anliegen, auch an so einem Anlass teilzunehmen und unsere Potenz auch in diesem Feld zu zeigen. Bis 2013 wollen wir den jährlich verursachten CO2-Aufstoß um rund 15.000 Tonnen senken. Mit diesen 118.000 Megawattstunden, wo wir in diesen Autos zur Verfügung haben, können wir eine sehr dezentralisierte Speicherung machen. Also das Auto fährt hinein, das ist wie bei einer Waschstraße. Die alte Batterie wird rausgenommen, die ist 480 Kilogramm schwer. Die neue wird ins Auto gebracht. Das Ganze geht etwa 3 Minuten 20 Sekunden und Sie fahren wieder weg. Hier ist das Ziel, in den nächsten 20 Jahren einen Stadtteil zu entwickeln, komplett, der am Ende tatsächlich sogar CO2-positiv ist, also mehr CO2 aufnimmt, als er selbst braucht. Die Nutzung der erneuerbaren Energien zu ermöglichen, das ist eine große technologische Herausforderung, aber für ein Land wie die Schweiz mit wenig Grundstoffen, wenig Ressourcen natürlich auch eine riesige Chance, weil das dort gebraucht wird, was wir am ehesten haben, unser naheliegendster Rohstoff, die Intelligenz unserer Menschen. Ich freue mich auf die Ausstellung, weil ich die Sachen konkret und praktisch sehe. Ich möchte Sie einladen, die Ausstellung zu besuchen. Da drüben sind die Forscherinnen und Forscher, die mit neuen Projekten präsent sind. Tauschen Sie sich mit ihnen aus. Dadurch entsteht neue Energie. Jedermann kann hier am Nachmittag rein und ein bisschen herumschauen. Kontakt zu kommen mit Leuten, die unsere Technologien anschauen und uns helfen, das wirklich in den Markt reinzubringen. Wir haben interessante Besuche gehabt, Prominente sind gekommen, haben sich interessiert für unseren Superleitenden Zoo. Gute Diskussionen gegeben. Wir sind sehr zufrieden, doch. Bright ideas about how to do things better, that's very important too. Geht beispielsweise darum, überschüssigen Strom aus Solar- und Windenergie ins Gasnetz einzuspeisen und so zu speichern und nachher wieder zu nutzen. Mit dem Entscheid aus der Kernenergie aussteigen, hat das Gas eine Art Jokerfunktion. Zeit und Geld spricht für die Erdgaswelt. Die Vielfältigkeit von den Anlässen und Ausstellern ist beeindruckend für mich. Ausgezeichnet, der Kaffee ist gut, wie immer in der Schweiz, alles höchste Qualität. Und das ist auch der Grund dafür, warum internationale Klimakonferenzen so konfliktreich sind und so schwierig zu meistern sind, weil es um nicht mehr und nicht weniger geht, als dass ein Großteil der Ressourcen und Reserven im Boden belassen werden muss. Und dafür gibt es schon Besitzer, wohingegen die Menschheit als Ganzes begreifen muss, dass die Atmosphäre ein Gemeinschaftsgut der Menschheit ist. Und das geht nur, indem man es definiert durch einen rechtssetzenden politischen Akt. Und das ist die große Herausforderung. If you want a future that's dominated by renewables and if you want to maintain today's energy consumption, you need to anticipate that the sum of all of those renewable areas for your renewable facilities will be similar to the area of your country. A final idea is read your meters and see what is causing your own home and office energy consumption and see what you can do to your lifestyle and the way you use equipment so as to reduce energy consumption and reduce what's showing up on your meters. We need to be creative,
I like to say that we need to evolve from a faster, better, cheaper to a slimmer, greener, cleaner society. And I think Switzerland has the intellectual and financial means to show the way. I hope that I've convinced you that solar energy is in fact growing in importance, even if it doesn't always seem that it's happening as quickly as everyone would like. There are fundamental design limits. We are pushing the boundaries with some of the new basic science that we're doing in Cambridge and that researchers are doing worldwide. We don't live, as I mentioned at the beginning, in a two-dimensional world. We're exposed and we interact with systems which are three-dimensional, their buildings. And so the idea is to create what we call a solar grid in which not just the electricity is interconnected between buildings, but also the way light interacts within buildings can be optimized with the use of this technology. Wir nehmen Sonnenlicht, CO2 und Wasser, produzieren Algen. Die Algen bringen wir in ein thermisches Verfahren. Daraus gibt es Methan. Und zwar ist unsere Vision, dass wir dezentrale Wärme, die zurzeit nicht genutzt wird, unter 100 Grad, in Elektrizität umwandeln können, indem wir diese Folie in Wärmetauscher einbauen. So können wir Wärme rückgewinnen. Wir haben uns deshalb überlegt, was wäre eigentlich die Alternative, und typischerweise sind es Dämmputze. Und sind auf die Idee gekommen, dazu ein Material zu verwenden, was gar nicht so neu ist, nämlich das sogenannte Aerogel. Es ist das leichteste Festmaterial der Welt und es ist der beste Isolator der Welt. Bei ungefähr 150, 170 Kilometern Reichweite, wo eben ein Brennstoffzellenfahrzeug typischerweise günstiger und auch leichter ist als ein Batteriefahrzeug. Und genau das ist das Problem, das wir adressieren und eine Batterie entwickeln wollen, mit der wir rund 800 Kilometer, 500 Miles fahren können. Die Energiestrategie 2050 ist sehr mutig, ist sehr umstritten. Wir brauchen mehr Strom, weil wir in diesem Hochpreisland automatisieren müssen. Das müssen wir schon lange tun. Und automatisieren heißt Maschinen. Maschinen brauchen Strom oder andere Energieträger. Es muss eine Versorgungssicherheit gewährleistet sein, die es der Wirtschaft ermöglicht, weiterhin hier zu produzieren. Und wenn nicht anders möglich, werden wir auf fossilthermische Stromproduktion oder Importe nicht verzichten können. Man hat aus dem System Europa einige Produktion rausgenommen, die wird kompensiert. Und die Kompensation, die passiert durch CO2-behaftete Produktion. Frau Leuthard hat heute Morgen gesagt, Ressourceneffizienz sei das Stichwort und das Gebot der Stunde. Und Geld ist auch eine Ressource. Wir setzen in der Produktion auf erneuerbare Quellen, allerdings sehr selektiv, um eben auch wirtschaftlich bleiben zu können. Vielfalt, Leute zu treffen, das als Plattform können zu nutzen, das Thema Energie, Energieeffizienz können zu diskutieren und sich austauschen, ist eine ganz tolle Geschichte. Wenn man sich auseinandersetzt, wird man gescheiter und kann Probleme abpacken. Wir haben 40 Jahre, zumindest aus Sicht eines Umweltschützers, darauf gewartet, dass endlich die harte Umsetzungsdiskussion kommt. Jetzt ist sie da und jetzt wird es knackig. Aber die Klimapolitik ist zurzeit eine Sackgasse. Wie können wir die Schweiz international im Wettbewerb behalten? Das ist eigentlich das, was uns interessiert. Und wenn Sie das wollen, braucht es eine Wachstumspolitik. Das heißt, wir müssen in den Bereich Eco-Design einsteigen, wir müssen klimaneutrale Produkte designen und auf dem Schweizer, aber vor allem natürlich auch auf dem Weltmarkt anbieten. Es geht um den Bereich Finanzierung von Innovationen im Energie- und Umweltbereich. Es wird niemand in ein Unternehmen investieren, also kein privater, kein institutioneller Investor, wenn nicht klar den Nutzen für den Kunden sieht und auch die Vermarktungsfähigkeit. Der Staat soll sich darauf fokussieren, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es eben innovativen Unternehmen erlaubt, erfolgreich zu sein. Dazu gehört Bildung, Forschung. Rein unternehmerisch gesehen, längerfristig wird auch Ausbildung, Forschung und Entwicklung dort stattfinden, wo produziert wird. Und wir müssen schon auch schauen, dass wir da uns nicht selber aushöhlen und damit auch an unserer heute hochgeschätzten Know-how-Basis kratzen. 40% der weltweiten Patentfamilien sind auch in den 5 wichtigsten Emerging Markets. Also die nächste Welle, die auf diese alte Welt kommt, ist ein Know-how-Schub. Und wenn Sie da nicht dabei sind, dann sterben wir aus. Wir haben heute hoffentlich alle gelernt im Wissen, dass wir nie ausgelernt haben. Gut ist es gesehen, dass es ein bisschen gegensätzlich ist. Wissenschaft lebt von der Dialektik, lebt von der Kontroverse, muss skeptisch sein, muss sich in Frage stellen können. Sehr gut, das ist eine lebendige Stimmung. Es ist nicht ganz einfach für mich, hier einigermaßen die Führung zu behalten.
Wenn Herr Stocker recht hätte, müssten wir tatsächlich die brutalste Bremsspur machen. Und ich sage Ihnen, die brauchen wir nicht zu machen, weil die Sonne uns Zeit gibt. Wir haben die Natur vergessen in den Gleichungen. Es ist doch etwas unverfroren, wenn Sie sagen, dass der Weltklimarat irrt aufgrund Ihrer Recherchen hier, die zudem noch in einem privaten Verlag publiziert worden sind. Veranstaltet war es ein großes Anliegen, hier eben auch die Öko- und die Klimabilanz des Buffets zu beachten. Das Getränk und die Verpflegung haben sie knapp 400 Gramm CO2, etwa 60% weniger. Das ist jetzt auch das Häschen, ja, das Arme. Also mein Highlight war jetzt Gai Kawasaki. Seine Leidenschaft und sein unkonventionelles Denken. Sehr pragmatische Sachen vorträgt, die wir als kleine Unternehmung auch brauchen können. You're not paying for tools and people are cheap. You know, you don't need venture capitalists like you need them before. If you truly want to change the world and be innovative, you can't listen to the experts, because the experts can only criticize. They cannot tell you what to do for the future. You have to be evangelistic, you have to be enchanting, you have to be able to influence people to embrace what you're doing. Before that, they could see that it truly is real. Because by believing in the future, that's how you can create the future. Ein typischer Amerikaner verkauft sich hervorragend, so wie auch das Produkt, das er dafür geschaffen hat. Der Indianerhäuptling aus dem amazonischen Regenwald, der hat sehr eindrücklich uns zeigen, was für eine Bedeutung eben der brasilianische Regenwald hat für seine Lebensgemeinschaft, aber auch für die Welt. Porque nós não queremos apenas ser beneficiados. Wir möchten nicht nur Nutznießer sein von irgendwelchen Spenden oder politischer Unterstützung. Wir möchten auch eine Gegenleistung, einen Beitrag anbieten. Sie sollen erfahren, welches unser traditionelles Wissen ist, welches die Rolle des Regenwaldes ist. Die Lunge, die es noch hat, die natürliche Lunge, die sollten wir dringend erhalten. Um mundo mais sustentável, né, que pode garantir futuro melhor para todos. Taking into account that the youth and other stakeholders from the civil society have to say, we will have a chance to rebuild the link between actions and intentions. You should begin to think about yourselves, your intentions and your daily actions. This is what you're leaving to your children. Und auch vielen Dank, dass Sie hier nicht nur eine Veranstaltung zum Thema Wirtschaft machen, sondern auch zum Thema Klima und Energie, also auch zum Thema Nachhaltigkeit, das viel wichtiger ist für uns Kinder. Die Unternehmen sollten keine Abteilung für Nachhaltigkeit machen, sondern Nachhaltigkeit muss das Ziel von allen Unternehmen sein. Die Zukunft ist zu wichtig, als dass wir sie den Erwachsenen allein überlassen. Wir müssen unsere Zukunft selber in die Hand nehmen. Wir sammeln ja hier heute die Baumversprechen. Wir haben schon eine ganze Menge und hoffen, dass es noch viel, viel mehr werden. Und wenn wir diese 1000 Milliarden Bäume pflanzen, dann nehmen die im Jahr ein Drittel des weltweiten CO2-Ausstoßes auf. Nach so einem Schlussreferat kann man fast noch mal ein gutes Gefühl haben. Grossartig. Sollte ich mir so Kind geben oder Kind sollte mir den Mut haben, so mit uns zu reden. Und vielleicht sollte man auch weniger reden und eben mehr handeln, was er ganz am Schluss gesagt hat. Ganz toll. Horizonterweiterung eigentlich. Ich habe Aufbruchstimmung irgendwie gespürt. Die Begeisterung von der Bundesrätin Leuthard nehme ich mit, die glaubt, dass wir die Wende schaffen werden. Sehr inspirierend, wirklich zu sehen, dass die Schweiz die Vorbildfunktion übernehmen will, auch international vorwärts treiben will. Riesen Chancen, die wir anpacken müssen. Wir Schweizer haben ein riesiges Potenzial. Lots of smart people working very hard. So I think, you know, you have lots of potential here. Sehr beeindruckend, die Menge an Informationen, die Innovationen, die Sachen, die ich erfahren durfte. Das hat mich persönlich sehr bereichert. Eine super Veranstaltung. Vom Networking her natürlich unschlagbar, wenn man sich in Erinnerung ruft, wer da alles da war, an Personen aus unterschiedlichsten Bereichen, Politik und Unternehmen. Ja, sehr gute Kontakte und ich freue mich auf nächstes Jahr. Machen es so weiter und wiederholen es wiederholen, weil nur Nachhaltigkeit auch dort geht Erfolg. Erfolg sollte man weitermachen. Und das Forum ist in seinen verschiedenen Varianten durchaus ein Erfolg. Also ad multo annos.